werde ich auf WTube zensiert. Hallo, ich bin Jens Zerkris. Und in dieser Folge wollen wir uns mal damit beschäftigen, ob man auf WTube zensiert wird. Und das Erste, was ich euch sagen kann, ist, alle meine Videos, die ich hochgeladen habe, sind nicht zensiert worden. Also, die sind jetzt öffentlich gestellt worden. Also, ich habe hier schon relativ viele Videos hochgeladen. Und alle die Videos, die wurden so durchgelassen. Keines wurde zensiert. Auch Videos, die vielleicht ein bisschen kritischer mit der ganzen Corona-Pandemie waren. Denn später habe ich dann angefangen, irgendwie auch Corona-kritische Videos dann da hochzuladen. Zum Beispiel dieses hier. Das allererste war irgendein Video, wo ich hier etwas zum Klimawandel dann da so erzähle. Wurde auch relativ häufig dann da geklickt. Naja, wobei andere Videos auf der Plattform werden viel, viel öfter geklickt. Aber für meine Verhältnisse wurde es sehr häufig geklickt. Und keines dieser Videos wurde nicht freigeschaltet. Allerdings muss man sagen, und das kann man hier, glaube ich, an denen hier noch sehen, das Video hier, das ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet worden. Und das dauert manchmal ein bisschen was. Also ich kann ja mal nochmal gucken, wenn ich jetzt hier auf das Video drauf gehe. Viel Glück, nein, viel Segen auf all deine. Wenn ich jetzt da drauf gehe, ist ein wunderschönes Lied. Also, ach ja, Attila, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ne? Ist extra für dich gemacht worden. Oder für jemand anderen, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall steht hier, dass das Video noch geprüft wird und man kann sich hier auf Telegram melden, wenn es ein bisschen länger dauert. Es dauert manchmal tatsächlich ein bisschen länger. Also es kam schon mal vor, dass ein Video über mehrere Tage nicht freigeschaltet wurde. Das war letzte Mal der Fall. Letztes Mal habe ich dann da wieder relativ viele Videos direkt hintereinander hochgeladen. Hier, die Videos hier, die habe ich direkt hintereinander hochgeladen. Sieht man hier auch eine Woche vergangen halt, ne? Und all diese Videos wurden erst nach langer Zeit freigeschaltet. Das liegt aber daran, dass die Videos einzeln prüfen. Also ich glaube jedenfalls, dass es so ist. Die haben jetzt keinen Mechanismus bei YouTube, der dann da irgendwie das testet oder sonst irgendwie, wo dann kein Mitarbeiter dann da schauen muss oder so. Und weil die das alles per Hand prüfen, kann das mal lange dauern. Aber die werden alle freigeschaltet. Vielleicht erzähle ich auch noch was zu den Kommentaren. Werde ich da zensiert? Und ich kann da sagen, alle Kommentare, die ich geschrieben habe, wurden nicht zensiert. Wobei, ich habe auch gar keinen Kommentar geschrieben. Also, ich habe keinen Kommentar geschrieben, alle wurden nicht zensiert. Naja, aber hier, wenn man so sieht, teilweise kommen jetzt ziemliche Kommentare, wo ich nicht den Sinn verstehe. Die haben überhaupt nichts mit dem Video zu tun. Sind dann irgendwelche komischen Aussagen. Naja, wer es meint, das machen zu müssen, soll es tun. Das macht die Kommentarfunktion oder die Benachrichtigung der Kommentare ziemlich überflüssig, weil in diesem ganzen Wust findet man nicht die richtigen Kommentare. Am Anfang war das anders. Am Anfang waren tatsächlich Kommentare da, die sich mit dem Video beschäftigt haben. Und ihr seht ja auch hier solche Videos, die sich auch kritisch mit Attila beschäftigen, solche Kommentare, die sich kritisch mit Attila beschäftigen, die werden auch durchgelassen. Ja, auch Kommentare, die irgendwie nicht so nett gegen Christen über sind. Da hat sich jemand gemeint, hier, meine Videos sind vielleicht nicht so toll und meinte deswegen, Christen irgendwie zu beleidigen zu müssen. Wird auch alles durchgelassen, wobei es werden Kommentare teilweise zensiert. Also, ich habe auch schon Kommentare gesehen, die hier verschwunden sind. Weiß ich jetzt nicht, ob der Inhalt dann da so extrem gefährlich ist, weil andere Kommentare werden nicht zensiert und diese Kommentare wurden zensiert. Konnte ich jetzt nicht so genau sagen, was da der Hintergrund ist, warum die gelöscht wurden, aber es werden Kommentare gelöscht und ich habe sie nicht gelöscht. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Kommentare löschen kann. Das habe ich noch nie so ausprobiert. Wobei ich kann ja mal hier irgendwie in diesen hier reingehen in den Video. Und dann können wir mal gucken, kann ich hier löschen. Also,
Ja. Soll ich das mal machen? Soll ich mal hier zensieren? Komische Kommentare. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich zensiere jetzt mal hier. Das habe ich bei noch keinem Kommentar gemacht. Einfach mal einen Kommentar und guck mal, was dann da so passiert. Ja. Welches von den beiden sollen wir mal nehmen? Ja. Beides passt nicht zu dem Video. Löschen wir das hier. Kommentar löschen. Ja, guck mal, ich zensiere doch Kommentare. Ich zensiere hier Kommentare. Einfach mal probiert. Ja, wenn es dich jetzt betroffen hat, dein Kommentar war wahrscheinlich sehr hilfreich. Lesen auch so viele Leute und naja. So, also Videos werden nicht zensiert. Kommentare werden manchmal vielleicht zensiert. Und wo ich dachte, da könnte eventuell was zensiert werden, ist die Startseite. Denn hier gibt es ja die Liste der Videos, die aktiv sind. Und das hängt davon ab, wie viele Videos man hochgeladen hat. Und da war es so, dass lange Zeit diese Liste hier nicht aktualisiert wurde. Das heißt, ich bin nicht aufgestiegen. Also das wird nicht sofort passieren, ja. Man muss ein bisschen warten. Also man muss da auch am Anfang ein bisschen warten, bis sich das hier oben aktualisiert. Aber das hat sich nach einer Zeit aktualisiert. Also war innerhalb von ein paar Stunden aktualisiert. Und dann lange Zeit war ich hier bei 28 Videos oder irgendwie sowas, was ich hatte. Also wobei die hier, die sind auch irgendwie höher gerutscht. Die, also lange Zeit war ich bei 28 Videos, also hier irgendwo, keine Ahnung, irgendwie was, hatte ich nur 28 Videos öffentlich, obwohl ich viel, viel mehr Videos öffentlich hatte dann halt, ne? Und da wurde aber nicht nur ich zensiert, sondern alle. Also alle sind nicht weitergegangen. Ich weiß nicht, warum das über mehrere Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen, also 2 Wochen vielleicht sogar, nicht aktualisiert wurde. Aber jetzt wurde es aktualisiert und alle Videos, die freigeschaltet sind, sind auch jetzt hier in meiner Zahl zu sehen. Vielleicht könnte man sagen, Attila wird nicht zensiert. Übrigens, das ist gar nicht Attilas Plattform. Das ist meine Plattform, weil ich habe mehr Videos auf dieser Plattform als Attila. Das seht ihr hier. Wobei, ich habe noch mehr Videos als Attila, aber Attilas Zahl wird hier nicht richtig dargestellt, weil wenn man mal hier reinguckt und schaut, wie viele Videos denn Attila hochgeladen hat, dann steht hier eine andere Zahl. 71 Videos. Und in der Leiste stand da weniger Videos. Also anscheinend zensieren die hier Attila. Und nicht nur mit Attila, sondern mit anderen Videos machen die das auch. Also da weiß ich nicht, warum das so ist, dass hier die Zahl mit den Hochgeladenen nicht mit den Aktiven übereinstimmt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch andere Sachen hochgeladen hat, die privat sind. Wobei, das ist nicht der Fall. Weil ich das eigentlich auch getestet habe und ich habe hier gezählt, wie viele sehe ich denn hier von seinen hochgeladenen Zeugs und da bin ich tatsächlich auf 71 gekommen. Also ich weiß nicht, warum da 71 steht und auf der Startseite nicht. Und das ist bei allen anderen teilweise auch so der Fall. Also nicht bei allen anderen, aber bei vielen der Fall. Wir können ja mal hier reingucken, schätzeshalber. Ja, also hier seht ihr auch, der hat hier mehr hochgeladen, als da sind. Wobei, ich weiß jetzt nicht, das ist ein relativ aktiver. Das sind ja mehr als 60 Videos, ist das. Ich glaube, der lädt regelmäßig hoch. Hafenauer, also ihr seht, er lädt sehr häufig hoch. Vielleicht müssen wir jemanden mal gucken. Der Gunnar Kaiser, ja. Der Gunnar Kaiser. Ich glaube nicht, dass das sein Account ist. Ich glaube, das hat jemand anders dann da so gemacht. Ja, also 5 Tage, eine Woche GAU. Also hier, wobei das war ähnlich wie ich. Wir müssen mal hier 2 Wochen gucken. Was ist da die Differenz? Da sehen wir die Zahl und was sagt er hier? Also es sind 15 Videos, die anscheinend dann da hier nicht in der Wertung reinkommen, wenn ich das dann da so... Oder sind das mehr als 15? Das sind mehr als 15, ne? Also es sind relativ viele Videos, die dann da nicht gezählt wurden. Und wie gesagt, vor einer Woche wurde anscheinend die Zählung aktualisiert.
Weil meine Videos wurden ja aktualisiert. Also die anderen werden zensiert anscheinend in der Liste und ich nicht. Soll mir ja recht sein. Wobei lange Zeit wurde es, wie gesagt, nicht hochgeladen. So. Jetzt ist es schön, dass ich hier schon mal in der Liste relativ weit vorne komme. Vielleicht komme ich auch noch weiter vorne. Ne? Ich werde weiterhin noch ein paar Videos hochladen. Ne? Das werde ich machen, dass ich noch weiter nach hier vorne komme. Wohin ich hier komme, werden wir mal sehen. Und wäre ja schön, wenn ich hier auf der Startseite kommen würde. Und dazu brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst einfach auf Videos von mir klicken. Einfach auf Videos von mir klicken. Ihr könnt ja mal auch hier auf so ein Video hier klicken. Das ist zwar noch nicht freigeschaltet, aber wenn es freigeschaltet wird, wird ja irgendwann freigeschaltet. Dann könnt ihr ja mal hier auf dieses Geburtstagsvideo klicken, dann halt. Und dann viel Glück. Und ja, je öfter hier draufklickt, desto mehr wird das hier gezählt. Also ihr seht jetzt hier zwei Views. Und die Views, die sind entscheidend, ob man auf die Startseite kommt. Und ab einer bestimmten Anzahl kommt man dann drauf. Und das hängt auch davon ab, wie viele Tage das Video schon existiert, glaube ich, oder irgendwie sowas dann halt. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall kommt man, wenn man viele Views hat, auf die Startseite. Und das könnt ihr mal mit meinen Videos machen. Klickt da einfach mal drauf und guckt da mal, ob dann halt die Videos zensiert werden oder nicht. Schön wäre es ja, wenn diese Startseite hier nur mit meinen Videos voll wäre. Wenn hier nur meine Videos voll wären, dann finde ich das lustig. Und wenn ihr das auch lustig findet, dann klickt einfach mal wild auf alle meine Videos drauf. Geht mal einfach mal auf meinen Kanal, auf YouTube. Also ich bin Christ, ne? Und da klickt ihr jetzt einfach mal wild hier einfach mal die Videos. Ihr könnt die auch anschauen. Also wobei, wenn wir schon mal zensieren sind, YouTube wollte hier diese Folge von Life is Strange zensieren, weil da Sex und irgendwas anderes dann da drin ist. Wobei Sex ist da gar nicht drin. Vielleicht Gewalt. Gewalt ist da drin. Tatsächlich geht ja hier um einen Mord verhindern und wir sehen hier, er will sie töten dann halt und wir haben es verhindert. Also nichts, was man sperren müsste, meiner Meinung nach. Aber das war kurzzeitig von YouTube dann da zensiert worden. Und ohne, dass ich da was gemacht habe, ich weiß nicht, ob das ein Algorithmus war, der das zensiert hat und dann ein Mitarbeiter sich angeschaut hat und gesagt hat, nee, ist doch nicht. Auf jeden Fall wurde mir geschrieben, dass es gelöscht wurde, war aber gar nicht gelöscht. Also, naja. Aber auf YouTube wird es auch nicht gelöscht. Und insofern könnt ihr euch das angucken. Guckt euch dann vielleicht die erste Folge an oder so. Oder guckt euch andere Let's Plays oder andere Videos an, die euch interessieren. Gebt da eine Menge und klickt einfach mal wild rum und bringt meine Videos auf die Startseite. Das wäre ganz nett, wenn ihr das schaffen würdet. Ich wünsche euch jetzt Gottes Segen und hier wird keiner zensiert. Oder ein paar Kommentare, die ich einfach mal so in diesem Video zensiert habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal und liked das Video und teilt das und erzählt das Ganze weiter und was auch immer.